So, da bin ich wieder. Ich hoffe, der nimmt auf. Ich muss mal gerade nachgucken. Gott, ich weiß gar nicht, wie spät das heute ist. Also heute ist auf jeden Fall der 21. Der 4.2. Das heißt, heute ist Freitag und es ist jetzt nämlich 21.38 Uhr. Wie sieht es bei mir aus? Es sind im Endeffekt nur noch 4 Tage. Grob gesagt nur noch 3 zum Lernen und so weiter. Ich habe zwar auch die letzten Tage gelernt, aber ich hatte ziemlich viel Scheiße am Bein, muss ich irgendwie sagen. Das, was mich am meisten genervt hat, war ganz einfach. Ich hatte ja letzten Montag ausgemacht mit dem Umsonstladen halt, dass die von mir meine Sachen bekommen. Und die haben auch gesagt, kein Problem, rufen Sie uns um 9 an, was ich heute getan habe. Und im Endeffekt rufe ich an. Wie weit ausgemacht? Nee, wir haben nichts ausgemacht. Nee. Und den Mann gibt's ja nicht bei uns. Nee. Nix hier mit älterer Herr und Wampe. Aber ja gut, ne, wir haben einen mit Wampe. Aber nee, der hat nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall war es denn so gewesen, ich Berliner jetzt einfach mal, ist aber wurscht. War es denn so gewesen, dass ich mir gedacht habe, gut, dann wirst du mal rumtelefonieren, wie das aussieht mit anderen Sachen, so Sperrmüll-like und so weiter. Hab ich gekickt und im Endeffekt, Sperrmüll so, wenn das außerhalb der Frist ist. Gott sei Dank, ne, ist ja gestern meine Frist abgelaufen. Das habe ich gestern auch von der AT erfahren. Das fand ich sehr gut. Nur nicht, dass ich das dann irgendwie hätte abgeben können heute oder so, ne? Also wurscht. Auf jeden Fall habe ich rumtelefoniert. Hätte irgendwie mich an die 150 Euro, wenn ich hier den wahrscheinlich gekostet, 70, 80 Euro alleine nur der Transporter, also der Transportwagen und so weiter. Ist auch Wurst, auf jeden Fall ein Schotter voll Geld und ich muss sagen, bin froh, dass ich meinen Freund M habe hier. Bist du gegrüßt, M? Danke für deine Hilfe im Voraus. Wir werden nämlich morgen früh hier in die Nähe von so einem Abfallverwertungsding hinfahren. Das ist hier, glaube ich, 15 Minuten oder so mit dem Auto entfernt. Ich bin froh, dass ich dich habe, genau dich, weil du hilfst mir dann hier den ganzen Krempel zu entsorgen und so weiter. Krieg dann zwar leider kein Armer. Kann ich nicht für, der Umsonstladen hat es nicht abgeholt. Die haben nämlich gesagt, um 11.30 Uhr, als ich dann nochmal angerufen hatte, die haben nämlich gebeten, ich sollte nochmal anrufen, haben denen gesagt, um 14 Uhr kommt dann jemand rum. Und ich habe dann eine Stunde gewartet und die Stunde war sehr schön. Ich habe hier was aufgeräumt und eine Kiste gepackt, wo zum Beispiel gerade das Stativ drauf steht. Aber das richtig Schöne ist, die sind einfach nicht aufgetaucht. Also im Endeffekt wird jetzt alles weggeschmissen, was ich scheiße finde, weil im Endeffekt kommt es in den Müll. Jetzt hat niemand was von, außer natürlich die Verwertungsanlage, aber naja. Und das Zweite, was ich noch habe, was mich gestern auch ziemlich angestungen hat, war, ihr wisst ja vielleicht, dass an dem Donnerstag, sprich gestern Morgen, Blitzeis gewesen ist. Und das war auch richtig blitzig gewesen, das Eis. Das fand ich richtig knorke, weil, Überraschung, Kabuya! Jetzt fragt ihr euch, scheiße, was hat der da am Arm? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe gestern mit diesem Ding hier noch 600 Seiten gescannt, ne? Also macht mir das mal nach. Ich wollte euch noch zeigen, was das genau ist. Ich muss mal kurz gucken, ich habe die Röntgenaufnahme hier. Ich hoffe, ihr seht das dann. Ich halte das mal ein paar Sekunden in das Objektiv drin. Boah, ich glaube, ich mache trotzdem noch ein bisschen hell noch. Show-Effekt und zack. Jo. Naja, auf jeden Fall ist es halt eine Fraktur. Das heißt, ein Teil von meinem rechten Mittelfinger ist abgesplittert. Der Teig geschafft, den ist einfach, ich wollte an die Uni. Ne, habe ich mir gedacht, gut, ich bin halt auf der ganzen Strecke nicht gerutscht, kein gar nichts. Fahr unten bei der Uni rein. Und die Uni denkt sich natürlich, sparen wir mal ein bisschen am Salz und so weiter. Und da wird schon nichts passieren. Lege ich mich einmal komplett blank. Das heißt, ich wollte eigentlich eine Kurve fahren nach links. Da ist mir das Fahrrad nach links weggebrochen. Ich bin einmal komplett auf die rechte Seite geflogen. Und wahrscheinlich hat sich meinem Mittelfinger gedacht, ach, ich hänge so an der Bremse, bleibe ich mal ein bisschen länger dranhängen und da ist wahrscheinlich dann ein Teil davon abgebrochen. Gut, tut weh, klar, hat sich auch schön ein blauer Fleck entwickelt und so weiter. Ich muss aber sagen, danke nochmal an den Arzt. Das hat 2 Stunden gedauert, da war ich durch. Wenn ich in die Orthopädie oder Krankenhaus gegangen wäre, hätte ich da wahrscheinlich 4-5 Stunden gesessen. Also von daher, super. Und ansonsten war direkt zu erzählen, ja, wenn ihr ein bisschen rumkiekt, ich kann auch mal so machen, vielleicht sieht man irgendwas, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist meine Bude ordentlich unordentlich. Ich muss noch einige tun, nachher kommt noch meine Freundin rum. Morgen kommt Gott sei Dank ein anderer Freund von mir, der R-Punkt.
der hilft mir auf jeden Fall, hier nochmal ein bisschen sauber zu machen. Ich hoffe natürlich, dass wir dann morgen mit meinem Freund M-Punkt dann hier die ganzen Krempel weggemacht kriegen. Übrigens 6 Wochen, ne? Das heißt, ich kann mich schon mal freuen, so in Brasilien 30 Grad, ne? Draußen Sonnenschein. Mein Finger wird stinken wie die Hölle, ja, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich eine Mülltonne nichtigen sein. Aber naja, was soll man machen, ne? Morgen ist meine Abschlussparty, mal kicken, vielleicht mal ein paar Aufnahmen. Ansonsten, mir geht's ganz gut, außer dass ich meine rechte Hand nicht mehr richtig bewegen kann. Ich meine, ich kann ja zwar eine ordentliche Schelle jemandem geben, aber das nutzt mir auch nicht, wenn ich danach heule wie so ein Schlosshund, ne? Und ja, es ist wenig Zeit, ich habe gelernt, ich bin mir aber unsicher, habe auch noch so einen leichten Dizzy-Effekt, weil ich auch eine Muskelverhärtung hinten noch im Hals hatte, weil ich natürlich volle Kanone auf meine rechte Seite gefallen bin. Ne? Ist ja nicht so, als wenn ich langsam da lang tuckeln würde, ich wäre keine Oma, die man im Gehen überholen könnte, wenn sie auf dem Fahrrad ist, sondern ich bin unterwegs halt, wenn ich Fahrrad fahre und ich habe da nicht erwartet, dass da Eis ist. Dumm gelaufen, tja, so ist das halt. Ne? Was habe ich sonst zu erzählen? Nichts Wirkliches, ich muss jetzt weitermachen. Ich kann ja mal kurz einen kleinen Schwenker machen, mal kicken, ob man das sieht. So, mal so kicken. Ich rede auch nebenbei, keine Sorge, das hört sich gut an, ne? So, also ist auf jeden Fall alle dreckig, unordentlich und so weiter. Aber was soll man machen? Und ihr seht jetzt mich gleich wieder. Und zwar jetzt. Nicht auf meine Eier, dahin. Und deswegen sage ich, tschö Mutti, tschö Vati. Ich habe euch beide lieb, ich hoffe, ich komme gut an. Und mal kicken.